Hallöchen. Liebe Unterwasserwelt, das ist schon geil, irgendwie so am Boden rumkreuchen zu dürfen. Ah, hallo mein Kollege. Sieht nicht unbedingt so aus, als hättest du den Ausflug nach hier unten überlebt. Aus der Zeit, als ich noch geschäftlich hier zu tun hatte, weiß ich, dass diese Oxy-Field Station da draußen nur ein getarnter Eingang in einen geheimen Gang ist, der nach unten führt. Ah. Wenn Lam Eleanor hier irgendwo vor dir versteckt, dann wahrscheinlich dort. Okay. Dann möchten wir doch mal gucken, was wir hier so finden. Auf der anderen Seite. Das sieht schon eher aus wie ein Horrorfilm. Hypnotischer Blob. Das gefällt mir ja gar nicht. Es gibt einige Dinge, die mir nicht gefallen, und das gefällt mir definitiv nicht. Leider schmerzen mich die Lichter hier drin unerträglich in den Augen. Bis sie bei mir sind, um mich zu töten, bleiben sie ausgeschaltet. Bitte suchen Sie die Schalter und betätigen Sie sie. Kommen Sie dann wieder her, um den Strom wieder anzuschalten. Schwere Nieten, danke Gott, dass ich das noch erleben darf. Oh, ein Autoheckfall, nice. Alter. Ich weiß schon, warum ich Horrorspiele nicht mag. Beziehungsweise mir jedes Mal die Hosen kacke. Okay, was haben wir hier? Nieten könnte ich noch nachkaufen, brauche ich aber erstmal nicht. Holding Cells, okay. Wir drüben noch irgendwas. Pacification Chamber. Da muss ich, glaube ich, noch nicht hin. Ich glaube, ich muss in die andere Richtung. Und darunter will ich erst recht nicht. Ich würde gerne hier runter. Okay. Schutzschalter aktiviert, 1 von 2. Okay. Wenn ich raten dürfte, würde ich sagen, ist der auf der anderen Seite. Oder nicht? Also würde ich jetzt einfach mal kackendreist vermuten. Ja, ist er sogar. Sophia glaubt, der perfekte menschliche Altruist ist nur eine Formel, die darauf wartet, von uns berechnet zu werden. Intelligenz und Bewusstheit sind nicht das gleiche, argumentiert sie. Selbstbewusstheit wird ganz natürlich zur Obsession. Könnten wir also mein Selbstbewusstsein unterdrücken, mich aber gleichzeitig mit der kognitiven Fähigkeit ausstatten, dem Allgemeinwohl zu dienen, könnten wir so den ersten Utopisten erschaffen. Und dann, sagte Sophia, würde endlich, endlich Utopia folgen. Netter Gedanke, aber ich denke nicht, dass es so funktioniert. Naja.
Sophia und ich wussten, dass es einen hohen Preis fordern würde, den ersten Utopisten zu erschaffen, mein Freund. Wir brauchten einen Wirt für all das Adam, Raptures hellste Köpfe, ein williges Subjekt, also mich. Das, was Sie in dem Tank gesehen haben, war tatsächlich ich. Ich befürchte, das Schicksal von Eleanor Lamb wird nicht so körperlich greifbar, aber ähnlich grotesk ausfallen. Dieser Behälter für Tiefseelebensformen eignet sich ideal dazu, mich auszuschalten. Aber zuerst müssen Sie genug Pflanzen voll Adam beschaffen, um mich herauszulocken. Die Schnecken ernähren sich von dem Stoff und er ist jetzt alles, was ich will. Ich habe Ihnen eine Probe hinterlassen, damit Sie wissen, wonach Sie suchen müssen. War. Nein, meine angesehene Stellung wirst du niemals einnehmen, du mieser Verräter! Aua! Ich darf doch wohl sehr bitten, ja? Hör zu, mein Junge. Diese ganzen Schlüssel, die du beschafft hast, sind alle genetisch kodiert. Und um an Lamb ranzukommen, brauchst du einen vom guten alten Gilda drin. Aber der Reihe nach. Zuerst müssen wir ihn ruhig stellen. Such die Pflanzen, die er erwähnt hat, und lock ihn da raus. Also hypnotische Blob funktioniert zum Beispiel schon mal gar nicht. Ah Gott, es wird grotesk. Mir gefällt das Gieze, Gutze, Gatze gar nicht. Und zwar gar nicht, gar nicht. Ja, warum ist das so ein riesiger Glibberanzug? Naja, egal. Tja, das ist das Ende der Alpha-Serie. Die Paarbindung funktionierte einfach zu gut. Diese irre Tannenbaum hat sich gegen die Firma gestellt und einige der Sisters wieder zu Menschen gemacht. Andere fielen Splicern zum Opfer. Jedenfalls war das Trauma zu viel für die jeweiligen Protektoren. Das führte dazu, dass sie randalierten oder ins Koma fielen. Wir können ihre selbstmörderischen Tendenzen zügeln, aber das war's dann auch, fürchte ich. Heute habe ich einen in der Nähe eines Gatherers Garden knien sehen. Er hat geweint. Tja, wir haben im ersten Teil, das ist später danach, soweit ich weiß, haben wir ja die Little Sisters gerettet. Gleichzeitig aber haben wir damit anscheinend den Grundstein gelegt für das, was hier gerade passiert. Die Revolte der Big Daddies. Warum gefällt mir das hier gar nicht? Ich hätte gedacht, es wäre. Wir können dich doch in deinem Zustand nicht in den Labors herumrennen lassen. Du, was ich sage! Du hast dich mit dem Falschen angelegt! Komm!
War da noch einer von denen? Nee, ne? Ich glaube, das war der einzige. Der einzige von den Big Daddies. Diese armen Teufel. Was für ein Leben. Ja. Rummarschieren und den Daddy spielen, bis irgendein Splicer es schafft, ihre Sister zu killen. Und wenn sie da nicht ins Koma fallen, werden sie wahnsinnig. Und es bleibt ihnen nichts mehr, als zu schreien. Nichts gegen dich, Junge. Wir sollten zusehen, dass du schnellstens zu Eleanor kommst. Ja, das Gefühl habe ich auch. Dein Körper beginnt, sich selbst zu zerstören. Der Drang, Eleanor zu finden, wird dich in den Wahnsinn treiben oder ins Koma fallen lassen. Du hast keinen Anspruch auf sie. Deine Entwicklung gehörte zu Raptures größten Sünden. Und doch gibst du nicht auf. Warum nicht? Okay, ich mach dich platt. Vielen Dank. Komm her, Kleines. Wir suchen eine Röhre für dich, wo du bleiben kannst. Ja, das ist aber... Du wirst niemandes neuer Daddy. Ich werde die alte nämlich direkt abwürgen, beziehungsweise retten. Ab in die Röhre mit dir, Kleines. Wollen wir nochmal gucken, ob du da reinpasst. So voll wie du bist mit Adam. Danke. Ja. Werd bloß nicht sentimental. Das können wir hier nicht gebrauchen. Zumindest nicht hier. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Wir haben auf jeden Fall kein Lebensupdate erstmal. Wir hätten höchstens noch Plasma-Slots, aber die bringen es ehrlich gesagt gar nicht. Dr. Alexander hat zugestimmt, beide Maßnahmen des Projekts Neues Utopia zu akzeptieren. Er wird eine Art genetische Chimäre werden, die alle Gedankeninhalte Raptures in sich vereint, indem er durch das Adam, das wir gewonnen haben, die Talente und Erinnerungen der Menschen durchdringt. Und ich habe, als Folge von Projekt WDSF, ein alternatives Set von Verhaltensrestriktionen entwickelt. Dr. Alexander wird buchstäblich für das Allgemeinwohl leben. Seine Liebe und Loyalität wird sich gleichmäßig auf die gesamte Menschheit verströmen. Für mich ist das eine schwere Übung in Disziplin. Für ihn wird es Instinkt sein. Ein bisschen mehr Hygiene. Aua, aua, aua. Ich lass ihn bluten. Okay. Du bist das. Du bist das. Das haben sie natürlich sneaky gemacht, hier unten drunter einzusetzen. Ja. Ja. Da kann ich doch glatt noch mal eine Runde nieten. Wahnsinn. Ah, den muss ich hacken, damit ich da durchkomme. Alles klar. Das sollte man wahrscheinlich nicht sehen können, denke ich mal. Weil das sieht nämlich so aus, als wäre es nicht unbedingt dafür gedacht, gesehen zu werden. Wahrscheinlich sollte es eher so sein wie hier. Das ist also ein kleiner Spielebug, würde ich mal behaupten.